Hallihallo ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich bin Nils und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Weekly Vlog. Ich bin wieder in Bamberg. Wer meinen letzten Vlog gesehen hat, weiß, dass ich in Quarantäne war bei meinem Freund, weil ich Corona hatte. Und jetzt bin ich wieder hier, weil ich kein Corona mehr habe. Ich bin gerade eben erst angekommen, beziehungsweise vor ein, zwei Stunden bin ich wieder angekommen und habe jetzt hier ein paar Pakete ausgepackt, die auf mich gewartet haben. Sehr schön auf jeden Fall. Jetzt werde ich mich auch gleich wieder losmachen, weil ich mal zur Sparkasse muss und dann bei Fielmann einen Sehtest-Termin möchte, weil ich mir gerne eine neue Brille holen möchte. Und dafür möchte ich einen Sehtest erstmal machen. Ich ignoriere noch einfach diese toten Blumen hier. Die schmeiße ich gleich weg. Die sind natürlich gestorben, als ich hier war. Also ja, hätte man mit rechnen können. Genau. Aber jedenfalls werde ich mich jetzt losmachen, anziehen, weil die Sparkasse auch bald zumacht und ich keine Lust habe, bis 14 Uhr zu warten. Deshalb werde ich mich jetzt anziehen und losmachen. So, ihr Lieben. Oh Gott, mein Zimmer ist MS. Das ignorieren wir jetzt einfach. Ich war gerade bei der Sparkasse und apparently kann ich von Bamberg aus nicht auf mein Sparbuch zugreifen, beziehungsweise können die das in der Sparkasse nicht, weil mein Sparbuch auf meinen Landkreis zu Hause angemeldet ist und halt nicht in Bamberg. Und deshalb geht es nicht, weil die nichts miteinander zu tun haben. Ich dachte, Sparkasse ist Sparkasse und das ist egal. Das nervt mich gerade ein bisschen, weil ich eigentlich ganz gern Geld von meinem Sparbuch auf mein Girokonto schieben wollte. Jetzt kann ich das nicht machen. Finde ich ziemlich annoying, aber okay. Dafür kann ich gleich morgen zu Fielmann zu einem Sehtest. Was mich ziemlich freut. Morgen sollten auch meine Brillen ankommen. Also ich habe mir so Probebrillen bestellt bei Mr. Spex, die ich gerne mal anprobieren wollte. Und die sollten morgen ankommen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Mache ich dann so ein kleines Brillen-Try-On. Ja, genau. Und jetzt werde ich erstmal noch einen Kaffee machen, weil meiner ist gleich leer. Ja. So, Freunde, ich habe mir eine Pause gegönnt von Nichtstun. Also habe ich jetzt eigentlich den ganzen Tag nichts getan. Lieben wir, außer Sachen ausgepackt. Es ist wild. Jedenfalls werde ich jetzt mein Zimmer aufräumen, weil das ist eine ganz große Mess. Ich kann euch ja mal hier so ein bisschen einen Einblick geben. Lieben wir ganz und gar nicht. Ja, jedenfalls werde ich jetzt aufräumen. Und dann mal sehen. Ich denke, ich werde den ganzen Tag mit Aufräumen beschäftigt sein, weil wenn ich aufräume, dann lasse ich mich immer ablenken und dann braucht es immer ganz, ganz lang. Ich habe mir jedenfalls was bestellt gerade eben tatsächlich, was ich jetzt schon seit einer ganz, ganz langen Zeit bestellen möchte. Aber es ist was ziemlich Teures. Jedenfalls habe ich mir für mein iPad was bestellt. Eine Tastatur. Ich habe mir jetzt gerade nach ungefähr einem Vierteljahr, indem ich das schon bestellen möchte, dieses Magic Keyboard bestellt mit diesem Touchpad unten dran. Und das ist ja so verdammt teuer gewesen.
Deshalb habe ich das die ganze Zeit nicht bestellt, weil ich darauf gespart habe. Und jetzt habe ich es mir aber bestellt, weil ja am Montag wieder Uni losgeht und ich das bis dahin gern hätte. Ja, ich freue mich da sehr drauf. Es soll auch morgen schon ankommen, was mich sehr freuen würde, weil dann kann ich es euch gleich zeigen und dann kann ich es gleich ausprobieren. Aber das werden wir morgen sehen, wenn es ankommt. Dann möchte ich euch da mehr zu erzählen, warum ich mir das geholt habe und sowas. Morgen habe ich dann auch tatsächlich meinen Viermann-Termin. Das habe ich aber, glaube ich, schon gesagt, dass ich da morgen hin möchte. Und am Freitag habe ich einen Friseurtermin. Endlich. Also meine Haare gehen mal wieder gar nicht. Das geht auch einfach viel zu schnell bei mir. Wobei, das letzte Mal beim Friseur war ich Anfang Februar. Das ist jetzt schon wieder fast 3 Monate her. Das ist verrückt. Ja. Und es wird echt mal wieder Zeit, dass ich da hingehe. Und mich freut es auch sehr, dass ich das noch vor Unibeginn schaffe, weil dann sehe ich nicht aus wie das letzte, wenn ich nächste Woche wieder in Präsenz-Uni muss. Ich werde jetzt, wie gesagt, aufräumen, diese Blumen endlich wegschmeißen. Wie traurig sehen die bitte aus? Und ja, that's the plan. So, Freunde, ich habe mir jetzt Essen gemacht. Es gibt Udon-Nudeln mit Curry, was ich von gestern mitgebracht habe. Also, wir hatten gestern Curry bei meinem Freund und da habe ich mir ein paar Leftovers mitgebracht und habe mir das jetzt mit ein paar Udon gemacht. Ja, und das lasse ich mir jetzt schmecken und nebenbei werde ich irgendwas schauen, mal sehen. Ich weiß noch nicht ganz, was ich jetzt schauen werde. Vielleicht irgendeine Serie oder GNTM oder so. Ich weiß es noch nicht ganz. Jedenfalls freue ich mich sehr auf mein Essen, weil das ist saugeil. Und es ist nicht wirklich Curry. Es ist so ein bisschen angelehnt an Curry. Aber es ist saulecker. Ich freue mich jetzt sehr. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Donnerstag. Es ist mittlerweile, glaube ich, 9:30 oder so. Und ich habe mich bis jetzt so ein bisschen fertig gemacht und einfach so einen entspannten Morgen gehabt. Es war sehr schön, weil ich mir irgendwie sehr viel Zeit lassen konnte. Ich habe mir viel Zeit zum Aufwachen genommen, habe mir viel Zeit genommen, um mich zu duschen, mich fertig zu machen. Und es war sehr entspannt und das freut mich irgendwie. Ich finde es einfach toll, dass ich jetzt wieder mich fertig machen kann, ohne mich elend zu fühlen. Also in der Quarantäne habe ich mich zwar dreckig gefühlt, aber ich hatte auch nicht die Energie, um mich zu duschen oder fertig zu machen. Ich habe ganz, ganz oft einfach meine Hautpflege nicht gemacht. Das sieht man jetzt auch leider ziemlich, aber ich hatte einfach gar nicht die Kraft, weil ich mich einfach nicht gut gefühlt habe. Mir ging es einfach echt nicht gut und deshalb ging das leider nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Mein Körper hatte da andere Sachen zu tun. Jedenfalls sitze ich jetzt hier eigentlich nur rum und warte auf die Post und UPS, weil ja heute so ein paar Sachen ankommen. Ich habe ja gestern meine Tastatur bestellt. Die kommt heute schon an.
Und dann habe ich ja bei Mr. Specs Anprobebrillen bestellt. Die kommen heute auch an. Deshalb warte ich jetzt eigentlich nur darauf. Ich freue mich auch sehr darauf. Vor allem tatsächlich auf die Brillen. Also ich hätte halt sau gern einfach mal eine neue Brille, weil ich finde, die ist zwar schön, ich mag die auch. Ich überlege auch, ich werde die mir wahrscheinlich auch behalten und dann einfach so wechseln dazwischen. Aber ich hätte einfach mal gern eine andere Brille. Ja, also ein bisschen so ein Struggle. Deshalb gehe ich heute auch zu viel Mann. Das habe ich ja gestern gesagt, dass ich mir dann Termin geholt habe für einen Sehtest. Und ansonsten habe ich heute auch nicht so viel zu tun. Ich werde dann gleich Wäsche waschen, weil mein Wäschekorb quillt. Ah, den seht ihr gar nicht. Nope. Man sieht aber, wie unordentlich es da hinten einfach ist. Ignorieren wir. Hier ist es auch so unordentlich. Oh, ich muss aufräumen heute. Ich habe gestern schon aufgeräumt, aber ich bin nicht fertig geworden. Deshalb mache ich heute weiter. Und ja, Wäsche waschen. Hier oben aufräumen. Das ist immer so ein Struggle, hier oben aufzuräumen, weil da lege ich halt saugern einfach Zeug ab. Es ist blöd, aber naja. Jedenfalls warte ich jetzt noch auf die Post und werde wahrscheinlich einfach jetzt nebenbei aufräumen, damit ich das weg habe. Ja. Freunde, meine Brillen sind da. Ich habe sie jetzt schon aufprobiert. Alle einmal und dachte mir, ich zeige die euch jetzt mal, was so zur Auswahl steht. Es sind insgesamt vier Modelle. Es sind jeweils zwei Stile, die ich mir ausgesucht habe. Also es sind jeweils zwei, die sich sehr ähnlich sind, aber eben anders genug, dass ich sie sehen wollte. Ich habe jetzt alle einmal aufprobiert und fand alle ziemlich geil. Genau, ich habe ja auch meinen Spiegel, um nebenbei nochmal reingucken zu können. Genau. Ich brauche hier erstmal ein bisschen Platz. Okay, fangen wir mit Modell Nummer 1 an. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die, die ich am wenigsten mochte. Das ist so ein Modell. Genau. Finde ich sehr schön, ist sehr schlicht. Ja, die ist sehr groß an mir, finde ich. Aber ich finde sie halt leider auch ziemlich cool. Also, ich finde, die hat was an sich. Aber die sieht auch ein bisschen aus wie so eine Spaßbrille. Deshalb bin ich mir dann nicht so sicher. Das war Nummer 1. Nummer 2 ist gleich das ähnliche Modell. Die ist ein bisschen kleiner und hat hier hinten so durchsichtige Dinger. Fand ich sehr schön. Gefällt mir, glaube ich, auch ein bisschen mehr, weil die ein bisschen kleiner ist. Und das finde ich ziemlich angenehm tatsächlich. Deshalb dachte ich mir, ist die wahrscheinlich eher was für mich als die erste. Und Nummer 3 ist so eine hier, die hat so einen durchsichtigen Rahmen. Ist, finde ich, sehr ähnlich zu der, die ich gerade im Moment habe, aber ich wollte schon immer so eine mit durchsichtigem Rahmen haben. Und ansonsten ist die halt auch sehr schlicht. Finde ich halt auch ziemlich cool, weil es hat irgendwie was. Diese durchsichtigen Rahmen, das ist einfach ein Look. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das mit den durchsichtigen Rahmen schon wieder out ist. Deshalb, ja, finde ich ja sausüß, die Brille. Let's be honest, let's be honest. Und die letzte ist dann wieder in diesem Stil, aber ich glaube ein bisschen größer. Die sieht so aus, die fand ich richtig, richtig geil. Weil die halt hier in der Mitte so einen silbernen Bogen hat und dann ist die hier auch so silber mit Plastik hinten dran. Und die mag ich ziemlich gern an mir, glaube ich. Also ich finde die ziemlich schön. Wobei ich sagen muss, dass ich diesen Bogen so an sich, wenn ich das so sehe, vielleicht gar nicht so sehr mag. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich mag sie eigentlich schon. Das ist gerade ein ziemlicher Struggle. Also ich glaube, ich mag die hier auf jeden, ich glaube, ich mag die hier auf jeden Fall. Das war die zweite. Die finde ich hier richtig, richtig schön. Ich finde die super süß. Ja. Mal gucken, welche ich nehme. Ich werde auf jeden Fall meine Mitbewohnerin nachher mal fragen. Ja, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall hyped. Freunde, UPS war da. Das macht mich gerade sehr glücklich. Und ich möchte natürlich das mit euch zusammen
auspacken. Dafür brauchte ich eine Schere. Und jetzt geht's los. Ich bin gerade sauwitzig, weil ich ja den ganzen Tag schon drauf warte. Ich habe auch keine Wäsche gewaschen, weil ich die ganze Zeit in meinem Zimmer am Fenster gesessen habe und gewartet habe, dass UPS kommt. Ich bin so ehrlich. Ja, deshalb unboxen wir jetzt das gute Stärchen. Ich bin so glücklich. Es ist da. Ich werde das jetzt gleich an meinem Schreibtisch auch auspacken mit euch zusammen. Aber dafür möchte ich an meinen Schreibtisch gehen. Deshalb muss ich euch kurz umplatzieren. Okay, Freunde, wir sind hier und ich werde das jetzt direkt unboxen. Okay. Let's start. Es ist schon offen. Irgendwie habe ich vergessen, dass das eine sehr kleine Verpackung ist. Und hier ist sie auch schon. Das ist so toll gerade. Das macht mich gerade einfach. Das macht mich gerade so glücklich. Ich habe mir die weiße bestellt, weil schwarz überhaupt nicht meine Farbe ist. Und deshalb brauche ich die in weiß. Genau, okay, wie geht die jetzt auf? Ist die Frage. Ich fühle mich wie so ein kleines Kind. Let's be honest. Ah, und hier drin. Wow, das ist so platzsparend gemacht. This is actually insane. Und jetzt haben wir hier unsere Tastatur. Ich werde jetzt auch direkt mein iPad mal holen. Bisher hatte ich ja einfach eine Hülle von Amazon, die auch vollkommen gut war. Also die hat vollkommen gereicht. Aber ich habe für mich festgestellt, dass ich in Präsenz-Uni sehr gern eine Tastatur hätte. Und weil ich mit dem Stift eher zu Hause schreibe und nicht in der Uni. Also in der Uni bin ich dafür einfach zu langsam. Und das Tablet hinzulegen und dann zu schreiben, finde ich sehr anstrengend, weil man die ganze Zeit runterguckt, schreibt und wieder hochguckt und schreibt. Und das ist irgendwie nicht so ein schöner Workflow. Und mein Laptop ist zu groß dafür, dass ich den einfach mal mit in die Uni nehmen kann. Deshalb. Und ich wollte mir jetzt kein MacBook holen, weil dafür habe ich gerade kein Geld. Und dann war das hier eben die bessere Investition für mich. Ich finde es super cool, dass ich das jetzt habe. Ich werde das jetzt gleich alles ausprobieren. Oh. Es ist einfach so schön, auch ein Trackpad zu haben. Und das ist tatsächlich größer, als ich gedacht habe. Also klar, es ist jetzt nicht riesig, aber es ist irgendwie voll ausreichend. Ich freue mich gerade sehr. Ich möchte jetzt am liebsten direkt irgendwie eine Uni-Vorlesung zusammenfassen. Okay, das war mein kleines Unboxing. Ich bin jetzt erstmal der glücklichste Mensch der Welt. Ja. Das war's. Freunde, das ist heute mein Essen. Ein vegetarisches Schnitzel, Ofengemüse, ein bisschen Mayo. Und nebenbei werde ich jetzt eine Folge GNTM schauen, die ich noch nicht gesehen habe. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Freitag und ich bin jetzt fertig, weil ich jetzt gleich zum Friseur muss. Deshalb habe ich mich bisher noch nicht gemeldet. Wir haben es jetzt auch schon um 8. Ist schon um 8. Erst um 8, aber mein Termin ist 8.30 Uhr. Ja, ich habe meine Friseurtermine immer gern relativ früh. Und dann muss ich nochmal zur Uni meinen Studentenausweis validieren lassen und dann wollte ich nochmal zum DM und ein paar Pakete und Briefe von gestern wegbringen. Genau, das ist jetzt auch soweit der Plan, das werde ich jetzt machen. Ja, ich freue mich, endlich wieder einen Haarschnitt zu bekommen, weil das geht gar nicht. Die sind auch heute sehr fettig, weil ich sie heute nicht gewaschen habe. Also ich habe sie ja gestern gewaschen, aber ich wollte jetzt auch kein Trockenshampoo nehmen. Ja. Das ist jetzt leider so. Also das tut mir jetzt auch irgendwie leid, aber wir werden ja dort eh gewaschen, von daher ist es jetzt okay. Naja, okay. Dann, ja, ich freue mich. So.
meine Lieben, ich bin wieder zu Hause. Ich war ja beim Friseur, wie man sehen kann. Und ich weiß noch nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Es ist mir eigentlich ein bisschen zu kurz. Aber naja, damit muss ich jetzt ein bisschen leben. Das Positive ist, es ist jetzt einiges von dem raus, was ich damals blondiert hatte. Ja. Also meine blonden Stellen sind jetzt schon wieder ein ganzes Stück weggeschnitten worden. Also klar, die sind noch da. Man sieht die auch gerade sehr gut, weil ich die mal wieder nachtönen muss. Ja, aber an sich ist es mir halt eigentlich viel zu kurz. It is what it is. Meine Haare wachsen wie Unkraut, also ist das auch gar nicht so schlimm. In einem Monat sind die wieder normal. Nächstes Mal werde ich dann wahrscheinlich einfach mal genauer sagen, was ich möchte. Also ja, ich bin jetzt auch nicht so unzufrieden. Also eigentlich finde ich es okay. Es wächst eh wieder nach und es wird schnell wieder nachwachsen. Genau. Heute ist dann tatsächlich auch eigentlich gar nichts mehr, was ansteht. Also wirklich gar nichts mehr. Freunde, kleine Planänderung für mein Wochenende. Ich fahre jetzt spontan nach Hause, weil ich die Woche schon zur Sparkasse wollte. Und ich habe gesehen, dass ich am Montag gar keine Kurse habe, weil die alle erst die Woche darauf anfangen. Beziehungsweise einen am Abend, aber da bin ich wieder da. Und deshalb fahre ich jetzt nach Hause bis Montagnachmittag, beziehungsweise Montagmittag. Und lass es mir da gut gehen. Ja, weil ich war ja Ostern nicht da. Und deshalb kann ich das jetzt alles so ein bisschen nachholen und dann Montag gleich zur Sparkasse gehen. Ja, und deshalb habe ich jetzt spontan meine Taschen gepackt und fahre jetzt gleich los.